Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. So, es ist vollbracht. Mein Altered Book ist fertig. Ich kann es selber kaum glauben, aber es ist tatsächlich fertig. Und ich bin zufrieden. Ah, ja, da liegt es. So, ich habe mich für Spitze entschieden. Weil ich habe hier auch einiges an Spitze reingeklebt und auch andere Bänder, das werdet ihr ja gleich sehen. Und weil ich habe gedacht, erstens mal habe ich sehr viel davon und zweitens mal, ja, finde ich, ist halt auch stabil. Und ich habe es auch bewusst weiß gelassen, weil ich finde, es passt halt auch gut zum Äußeren. So. Als Cover habe ich mich hierfür entschieden. Und zwar ist das eine Schönheit, da sind im Hintergrund sind Iris, also Schwertlilien. Und hier habe ich am Rand, habe ich hier auch noch ein paar Schwertlilien reingeklebt, weil Schwertlilie ist halt meine Lieblingsblume. Und deshalb fand ich das ganz passend. Ja, dann habe ich das hier so ein bisschen geschichtet. Ich habe hier, also ganz unten ist ein bisschen Karton, damit das Ganze ein bisschen Halt hatte, zum Kleben auch. Und dann habe ich hier wieder dieses Einpackpapier. Dann habe ich hier so, ja, das ist so eine, ich zeige es euch mal. Das ist auf so einer Rolle, so ein Papier, so ein, ja, sowas Gewebtes, ganz fein. Das habe ich auch schon öfter benutzt. Das habe ich schon so lange. Also das ist so ergiebig. Also wenn ich sowas in anderer Form nochmal sehe. Ich habe gesehen, bei Depot gibt es sowas auch. Aber da ist, glaube ich, nicht so viel drauf. Aber egal. So, ja, dann habe ich hier noch eine Seite. Dann habe ich hier ein bisschen Mullbinde und... Das Ganze habe ich hier auch alles ein bisschen distressed. Und ja, hier hatte ich noch das viel mehr dann so beim Material raussuchen. Ich habe dann hier dieses diese Kunstblume hier, also das ist so eine Girlande, beim raussuchen dieser Girlande fiel mir das in die Finger. Als Einzelstück. Ich habe aber davon noch mehr. Aber da habe ich gedacht, ach, so ein bisschen Glitzer da drauf. Das sieht doch bestimmt ganz gut aus. Und das gefällt mir auch. So, und ihr seht, wenn die, wenn die Schleife auf ist, dann haben wir schon hier doch ein ziemliches Krokodil. Aber ich finde das einfach schön. Ich weiß, da ist dann viel drin. Und ich weiß, da ist auch, ja, da sind halt viele Stunden auch drin. Und ich habe euch im letzten Video erzählt, oder im vorletzten, weiß ich jetzt gar nicht, ist auch egal, dass ich auch beim Erstellen oder beim Basteln dieses Buches, wie habe ich selber gemerkt, wie sich meine... ja, wie soll ich sagen, meine Empfindungen oder meine Vorlieben für bestimmte Papiere oder Stilrichtungen, will ich es mal so nennen, wie die sich verändert haben. Also das habe ich ja zum Beispiel als ganze Geschichte angesehen. Da ist die junge Frau, die hier sind ferne Länder, hier habe ich irgendwelche Formulare, hier auch, dann ist das Haus, da ist ein Brief, also da 1889, also das fand ich so alles sehr passend und für mich, ich bin ja so ein, ja, bei mir muss immer alles ein Happy End haben und dann gibt es dann auch irgendwann bestimmt eine Hochzeit, deshalb hier das als Schleier so und ja. Ich habe jetzt hier mit einer kleinen beigen Spitze angefangen und ja,
Ja, da habe ich sehr viel Luise Heinzelpapier verwendet. Hier habe ich auch genäht. Und hier hinter ist der kleine Schätzchen. Der ist ja süß. Und die Tür, die ist jetzt hier so ein bisschen rosa. Das ist dadurch passiert, dass mein Farbdrucker beim Drucken irgendwie in den Modus, ich habe keine Tinte mehr gegangen ist. Und ich gebe dir alles, was ich noch habe. Ja, und da ist dann dieses rosafarbene entstanden. Und ich fand das aber nicht schlecht. Deshalb habe ich das dann so gelassen und halt da auch so verarbeitet. So, dann kommen wir hier auch letztendlich irgendwie so. Bäm, ein wildes Durcheinander mit ganz viel Geschichte und auch ein bisschen Mullbinde und auch distressed und alles ist distressed und ich finde das auch so noch schön. Ich habe auch hier eine Tasche drin und das Ganze kam mir auch alles wieder so rosa vor und ich habe immer noch so eine rosane Spitze, so eine Baumwollspitze. Und ich habe gedacht, komm, jetzt setz die da mit rein, weil die muss ja auch irgendwie verarbeitet werden. Ja, so, hier habe ich dann eine weiße Spitze dran gemacht, weil ich habe gedacht, das passt besser. Die Mullbinde ist dann auch nur teilweise distressed. Aber ich fand das dann auch passend. Hier habe ich auch einen Tag. Hier habe ich auch Taschen und hier sind auch mehrere Briefchen drin. Da ist auch was drauf geschrieben. Und hier habe ich so ein kleines, das Butterbrotpapier, genau. Ja. Das ist übrigens ein Gedicht, was da drauf geschrieben ist. Könnte ich ja nicht mal rausholen, oder? Ja, Brügge. Hier sind die Häuser wie alte Paläste. Der Abend hüllt sie in traurigen Floh. Die Straßen sind leer. Wie nach einem Feste, wenn sich die Schar der leer lärmenden Gäste schon fern in die schweigende Nacht verlor. Dann die prunkenden Tore mit rostigen Klinken sind längst nicht mehr zum Empfange bereit, verstaubt und verwittert. Die Kirchturm. Was? Die Kirchturmzinken, mein Gott, ich kann meine eigene Schrift nicht lesen, die in den trüben Nebel versinken, tief in das Meer ihrer Traurigkeit. Und dann die dritte Strophe. Und in den Nischen an dunklen Wänden, da lehnen Gestalten aus bröckelndem Stein. Und schweigend in heimliches Worte spenden. Sprechen Sie leise die alten Legenden in die tiefe Schwermut der Straßen hinein. So, ich gehe mal auf davon aus, dass der Stefan Zweig, von dem dieses Gedicht stammt, dass der ja halt tatsächlich auch im Dunkeln in Brügge sich irgendwie rumgedrückt hat oder spazieren war oder was auch immer, weil okay, das ist natürlich zum anderen Zeitpunkt, in einem anderen Zeitraum geschrieben worden. Aber ich mag dieses Gedicht trotzdem sehr gerne, weil Brügge hat schon so einen Touch, ja, des Verwitterten. Ne? Also, da gibt es Ecken, aber die gibt es halt in jeder Stadt. Da sollte man nicht hingehen. Und ich war ein paar Mal schon in Brügge und ich finde diese Stadt einfach auch toll und ich habe da auch schöne Sachen erlebt. Also, und deshalb mag ich dieses Gedicht auch. So, dann blättern wir mal weiter. Und da kommt dann schon, wo ich vorhin von gesprochen habe, so dieser Wechsel. Ich habe dann hier angefangen, akademisch zu schreiben, auch hier. Und ich finde das auch, das ist einfach genial. Und ich habe das jetzt schon ziemlich ausgearbeitet für mich jetzt, so dass ich, wenn ich was schreibe, dass ich das halt auch schön finde. Aber das, was ich dann hier so geklebt habe, ja gut, das war so,
ich probiere mal was aus. Aber es ist jetzt hier drin und es bleibt natürlich auch hier drin und es hat auch seine eigene Schönheit. So, hier ist der Hintergrund. Ich habe letztens in irgendeinem Video gesagt, dass ich, dass die Hintergründe, die ich hier so von der Geli-Platte hole und danach noch ein bisschen bearbeite, dass das schon ein Kunstwerk für sich ist. Hier habe ich aus verschiedenen Stücken da habe ich so Klimt-mäßig ja, diese Hintergründe, die er so gemalt hat, habe ich da so ein bisschen nachgemacht. Und da habe ich mir, das ist eine kleine Tasche, da steht auch nichts drauf. Ja. So, und dann habe ich die asiatische Kunst auch ein bisschen für mich entdeckt. Und da werde ich auch das eine oder andere noch mal zeigen. Wenn, ich meine, man bedenkt, das ist eine Zeichnung aus dem, also jetzt nicht die, sondern die Ursprungszeichnung aus dem 15., 16. Jahrhundert. Und ich habe das halt so ein bisschen gemischt mit Klimt-Motiven. Und das ist ein Motiv von Morris, also so ein Hintergrund. Ja, und dann habe ich hier eine Tasche noch gemacht. Also ich nähere mich dem an und ich bin schon im Überlegen, ob ich nicht mal nur ein ganzes Buch machen soll, nur mit Hintergründen. Da bin ich echt drauf und dran. Okay, hier gehen wir dann wieder so ein bisschen zurück zu den Anfängen. Wobei ich da auch ein bisschen anders vorgegangen bin, weil ich habe erstens mal keine Untergrundseite reingeklebt, sondern ich habe da einfach ein bisschen Gesso drauf gemacht. Und ich habe mir jetzt auch ein anderes Gesso besorgt, das von Action, ist ja halt sehr transparent. Und ich wollte auch mal eins haben, was ja, halt nicht durchsichtig ist, nicht durchscheinend, also man kann nicht auf den Grund gucken. Also es deckt direkt. Ja, Karin, jetzt hast du es. Ja, aber ich fand dann hier schön, auch so eine kleine Borde, so eine kleine Spitze dran zu machen. Und ich finde dieses sich zurücknehmen, dieses nicht so, das habe ich hier ganz gut umgesetzt. Und dann fand ich dieses Bild von dieser Frau so toll. Mit diesen, ich denke mal, das ist das ein Hut oder ein Haarreif und diese Ohrringe und also das ist ziemlich toll. Ja, dann habe ich hier einfach, hier habe ich im Hintergrund, also hier habe ich eine Tasche gemacht und hier habe ich im Hintergrund so ein bisschen Architekturpapier verwendet von irgendwelchen Plänen und hier habe ich einfach mal so eine braune, ja, eine braune Borde geklebt und ich finde, wenn man hier so drauf guckt und dann durch diese Borde, da ist so, bam, da ist so, ja, das ist toll. Bin ich jetzt hier zugeklebt, das ist doch, ja, so, ist aber nicht geklebt. Ja, hier habe ich ziemlich viel mit Spitze gearbeitet und aufgrund dieses Motives, die zwei, die schauen hier so in diese Richtung und da habe ich gedacht, dann musst du hier irgendwas hinmachen. Und da habe ich dann einfach gedacht, so, dann machst du Schmetterlinge hin, weil die zwei hoffentlich Schmetterlinge im Bauch haben. Und während des Tanzens, also sie strahlt ja und ist ja auch eine Schönheit, auch die Haare so hoch mit dem Haarband und er sieht auch ganz schmuck aus, hat ein Smoking an, also ja, sehr schön. Ja, und dann hatte ich hier ein Frauenbild. Das passt jetzt nicht so dazu, fand ich, finde ich heute. Aber in dem Moment hat es mir halt so gefallen. Und ja, deshalb klebt es da. So, hier haben wir, ja, hier ist meine alte, in Anführungsstrichen, von so alten historischen Blumen. Die Tulpe ist diese Art mit meiner Lieblingsseite. Ja, und hier habe ich wieder im Hintergrund so Architekturpapier.
Und da fand ich dann so passend so eine Jugendstil-Zeichnung oder Malerei, wie man es nennen möchte. Und das ist halt, da ist keine Tasche, aber ein Bellyband. So, und hier habe ich dann ein bisschen rumprobiert mit transparentem Papier, und zwar dieses dicke. Da habe ich das von Susanne von Bornhut Art, diese ausgeschnittene Blume. Die habe ich halt, hier habe ich einen Untergrund. Dann war mir aber irgendwie so, ich musste das irgendwie hervorheben. Und dann habe ich hier einfach mal ein bisschen Washi-Tape drum geklebt. Und dann dieses transparente Papier, dann diese Frau und dann musste da noch ein Schmetterling drauf. Und auch hier musste auch ein Schmetterling drauf, weil das unbedingt zu der, das passte unbedingt zu der blauen Blume für mich. So, diese Seite ist auch sehr schön mit dem mit der Frau am Klavier. Da habe ich gedacht, dann musst du irgend noch was mit Noten drauf machen. Naja, und Schmetterling und das geht immer. Dann die Frau im Spiegel. Da hatte ich noch so ein Papier. Da habe ich auf gelbem Papier habe ich hier so schwarze, naja, Punkte sind es nicht. Es ist mit so einem Katzenpinsel, mit so einem, der ist so leicht abgerundet. Habe ich die so drauf gemacht und dann habe ich das auch als Tasche gemacht und dann habe ich hier noch ein Blümchen und hier zwei Tickets. Ja, ich fand das passte. So, und hier habe ich ja die Bilder, die Frauen aus der damaligen Zeit. Ich glaube, ich muss mal eben stoppen. So, da bin ich wieder. Leider hat meine Speicherkarte gerade einen Geist aufgegeben und ich weiß jetzt nicht, wo sie den Geist aufgegeben hat, an welcher Stelle. Also, ich denke mal hier irgendwo. Also die Geschichte zu dem Bild müsste vielleicht sogar noch drauf sein und deshalb gehen wir jetzt zügig weiter. Ja, hier habe ich eine stark vergrößerte Blume und das hat mich so ein bisschen so an Makrofotografie erinnert. Und ja, das sind auch so Sachen, die mich gerade so ein bisschen interessieren. Und hier ist ein Bild gemalt von Piet Mondrian, also ganz entgegen dem, was er, ich nehme mal an, später gemalt hat. Weil diese Malerei, die er dann hinterher umgesetzt hat, ist ja eher grafischer Natur. Und aber mir hat dieses Bild so gut gefallen, deshalb hat es hier auch einen Platz gefunden. So, hier haben wir wieder eine kleine Schönheit und da habe ich wieder ein bisschen Handgeschriebenes von mir hier als Hintergrund geklebt und schöne Blume drauf, auch ein bisschen so dem Farbton entsprechend. Ja, und da habe ich einfach ein paar Kaffeeflecken drauf gemacht und die rosa Spitze, weil rosa Blümchen und ja, die Farben passen halt so für mich gut zusammen. Und dann habe ich dann einen kleinen Schmetterling drauf und gut ist. So, mit der Seite hier bin ich jetzt nicht so glücklich, also mit dieser hier, weil das hat sich dann im Nachhinein dann doch als nicht so glückliche Wahl für mich jetzt herausgestellt, weil ich finde, das beißt sich dann doch ein bisschen. Aber jetzt ist es hier drin und es bleibt hier drin, weil was einmal drin ist, habe ich beschlossen, da wird halt nicht korrigiert. Das Bild an sich finde ich sehr schön. Und deshalb, allein deshalb bleibt es auch hier drin. So, und diese Postkarte, die habe ich auch schon relativ häufig verwendet. Da hat mein Farbdrucker auch wieder
Anzeichen eines nicht vorhandener Farbe, ja, hat er mir mitgeteilt, die Farbe geht alle. Deshalb sind hier ein bisschen Streifen, das ist ein bisschen heller. Aber soll ich euch sagen, also das hat für mich auch was. Und ja, das ist ja das Röslein auf der Heide, heißt ja das. Und dann habe ich diesen Spruch gesehen, pflücke die Rosen kühn, die dir am Wege blühen. Da werde ich so klasse und ich finde, das passt so. Und da oben diese Rose, die ist auch sehr plastisch, hängt dem jungen Mann da zwar so fast so ein bisschen in der Haare, aber das macht ja nichts, er merkt es ja nicht. So, und das ist jetzt hier auch eine Seite, also das habe ich erst beim zweiten Durchblättern gemerkt, welche Wirkung dieses Band, was ich da ausgesucht habe und geklebt habe, aufgrund der Kaffeeflecken habe ich das Band ausgewählt, welche Wirkung das hat. Also auf mich hat es eine wahnsinnige Wirkung, wenn ich diese Seite aufschlage. Und das ist ein Hintergrundpapier, das ist von der Geliplatte. Da habe ich dann im Nachhinein, habe ich da so Kaffeeflecken drauf gemacht, habe die Seite draufgeklebt und Klappe zu. Andern Tag, ich schlage das Buch auf, hat sich das hier durch die Feuchtigkeit des Klebers, hat sich der Kaffee ein bisschen gelöst und hat sich dann hier abgedruckt. Ja, habe ich gedacht, okay. Also ihr seht, das war ein relativ helles, ein heller Hintergrund mit hellen Röschen. Ja, und dann ist hier eins meiner Lieblingsporträts von, oder eigentlich das Lieblingsporträt von Renoir, habe ich hier reingeklebt. Und ich habe das mit so einem ganz schmalen blauen Rand ummalt. Und passend finde ich zu dem Kleid. Und das hat auch eine ungeheure Wirkung auf mich. Also wenn ich so davor sitze und ich schaue diese Seite an, das ist auch so, wow. Also muss ich schon sagen, holla die Waldfee, das ist schon, ja. So, hier habe ich, ja, wie soll ich das sagen? Eine kleine verschüchterte Schönheit. So kommt sie vor mit der Handhaltung. Aber dieses Bild, dieses Kleid finde ich wunderschön. Und dann hat sie diesen durchsichtigen Schleier als Schultertuch. Und da fand ich dann diesen Untergrund auch sehr passend zum Bild. Leider hat sich hier diese Falte so ein bisschen durchgedrückt. Vielleicht mache ich hier noch eine Spitze drauf. Das weiß ich noch nicht. Obwohl jetzt so, oh Gott. Es nervt mich schon ein bisschen, ne? Aber naja gut, die ist jetzt da. Und da musste dann aber allerdings auch ein bisschen Spitze dran. Und passend zu der Seite, zu dem Hintergrund hierzu, habe ich, ja, da habe ich mich so ein bisschen, vertan. Dann nenne ich es mal so. Ich hatte dieses Hintergrundpapier, also dieses Hintergrundpapier, und dann habe ich das Packpapier da drauf geklebt, so als Streifen. Und habe ich gedacht, dann machst du so ein Blümchen, was so ein bisschen auch, ja, hintergrundmäßig irgendwie dazu passt. Und habe dann da irgendwie so rumgemalt mit einem wasservermalbaren Stift. Dann hatte ich irgendwie kein Wasser hier auf einmal. Und habe dann aber den Kaffee gesehen und habe dann hier mit Kaffee drum gemalt. Oh, Hilfe! Okay, jetzt ist es drin. Es bleibt drin. Ich würde wahrscheinlich jedes Mal lachen, wenn ich diese Seite sehe. Okay. Ja, dann diese Seite, das ist auch ein wunderschönes Porträt einer jungen Frau. Und da habe ich dann diesen Hintergrund, der Hintergrund war ja vorher da, und da habe ich dieses Bild für diesen Hintergrund ausgewählt. Und
Ja, und die hat hier so einen Spitzenkragen, so sieht das für mich zumindest aus. Und deshalb habe ich dann auch hier noch ein bisschen Spitze dran gemacht. Das andere, ich habe jetzt hier keinen Rahmen drum oder irgendwas anderes noch, zusätzlich Schmetterling, Rose. Ich habe gedacht, nee, du machst auf der anderen Seite. Sie hat ja einen Brief bekommen und ich finde, sie guckt so halb lächelnd. Und ich fand dann diese Karte zum Namenstage die besten Wünsche. Okay, das wird ein anderer Inhalt gewesen sein, der Brief. Aber ich fand den Hintergrund zu dieser Karte gut. Und die beiden Seiten passen auch gut zusammen. Also, wie gesagt, ihr habt ja gesehen, es ist bei mir nicht immer so, dass die Seiten miteinander harmonieren. Aber es muss auch nicht immer alles harmonieren, finde ich. Man kann auch mal ein bisschen was Gegensätzliches zeigen. Ja, und dann, wie gesagt, auch ein wunderschönes Bild, bisschen Spitze dran. Und dann kommen wir hier jetzt zur letzten Seite. Diese letzte Seite, da habe ich einen Tag von mir reingeklebt. Es ist genau wie vorne auf dem Cover so ein Stück von dieser Girlande. Und ja, das habe ich hier einfach auch alles so ein bisschen geschichtet. Und auch mit den Rosen und Schmetterling und eine Bingo-Karte. Ja, ich finde es sehr schön, auch mit der Nummer. Und dann zu diesem, erstens mal passt der Untergrund, der Hintergrund, ist auch von der Geliplatte, passt hervorragend, finde ich. Und ich habe auch ganz bewusst so ein bisschen braune Schmetterlinge rausgesucht. Aber als kleinen Farbklecks habe ich hier so ein bisschen Stiefmütterchen draufgepackt und ich finde, das passt hervorragend zu diesem Bild. So, und jetzt haben wir hier, wollte ich nämlich euch auch noch zeigen, das ist jetzt hier die letzte Seite. Ich habe mich mal für einen völlig anderen Verschluss entschieden. Ich habe hier hinten zwei Löcher reingebohrt, habe dann mit meinem, das heißt, glaube ich, auch Krokodil, ne? Mit meiner Zange habe ich hier die Ösen reingemacht und habe auch genügend Abstand gelassen und habe dann die Spitze durchgefädelt, um das Ganze dann hier verschließen zu können. Ich hatte euch ja letztens mal gesagt, dass ich das gerne habe, wenn das Krokodilmaul halt ein bisschen geschlossen ist. So, das heißt, dadurch, dass die Spitze halt auch sehr stabil ist, kann ich das hier auch so ein bisschen ziehen. So, und so ist dann das Buch schön verschlossen. Und hier guckt die Spitze raus, was ich auch sehr schön finde. Und es hat gut Halt und es ist ein bisschen bündiger. Nicht ganz bündig, aber bündiger. Und es sieht immer noch schön aus. Ja, meine Lieben, das war mein Flipsru. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über ein Abo, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Und auch, ich würde mich auch freuen über einen Daumen hoch. Okay, ich wünsche euch bis zum nächsten Video alles Gute und bleibt gesund und passt auf euch auf. Tschüss!